Ich werde dann die Fragen weitergeben an unsere Sprecherinnen. Damit möchte ich euch ganz herzlich begrüßen und euch Josefine Atzendorf vorstellen. Josefine ist Epidemiologin und arbeitet am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik hier in München. Und sie erforscht, wie bestimmte Gesundheitsverhaltensweisen in der deutschen Bevölkerung verbreitet sind. Was sie genau herausgefunden hat, erzählt sie euch jetzt gleich selber. Dankeschön. Ja, ich forsche und ich schreibe meine Doktorarbeit im Bereich der Epidemiologie. Und seit der Covid-19-Pandemie haben von euch viele ja schon das Wort Epidemiologie jetzt mal öfter gehört. Aber in der Epidemiologie geht es nicht nur darum zu schauen, wie Virusinfektionen sich verbreiten, sondern man kann sich auch angucken, wie riskante Gesundheitsverhaltensweisen in der Bevölkerung oder in verschiedenen Bevölkerungsgruppen miteinander verbreitet sind. Und ja, kann die näher untersuchen. Wir alle wissen, auch wenn wir das nicht immer wahrhaben möchten, dass riskante Gesundheitsverhaltensweisen wie Rauchen, Alkoholkonsum oder eine ungesunde Ernährung das Risiko an bestimmten Erkrankungen zu erkranken erhöhen können. Und um Beispiele von bestimmten Krankheiten zu nennen, wären da Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Krebs. Riskante Gesundheitsverhaltensweisen können allerdings auch das Mortalitätsrisiko erhöhen und das ist das Risiko zu sterben. Und zum Beispiel gab es da eine britische Längsschnittstudie, die gezeigt hat, dass Personen, die regelmäßig Obst und Gemüse aßen, die sich regelmäßig bewegt haben, die nicht geraucht haben und die Alkohol nicht in riskanten Mengen konsumierten, dass die in etwa 14 Jahre länger gelebt haben. Was man anhand dieser Studie auch sehen kann, ist, dass riskante Gesundheitsverhaltensweisen miteinander zusammenhängen. Das heißt, man sollte die auch nicht einzeln betrachten, sondern immer ganzheitlich in einem großen Konzept zusammen. Und ich habe mir jetzt in meiner Doktorarbeit angeschaut, ob man bestimmte Risikogruppen identifizieren kann, die sich durch ein spezifisches Muster in riskanten Gesundheitsverhaltensweisen charakterisieren lassen. Und anhand von Daten einer Bevölkerungsstudie mit 18 bis 64-Jährigen in Deutschland habe ich genau 4 Risikogruppen identifizieren können. Und die meisten Personen, das war etwa mehr als die Hälfte, etwa 60%, die haben ein gesundes Verhalten gezeigt, die haben nicht täglich geraucht, die hatten keinen riskanten Alkoholkonsum, haben auch keine illegalen Drogen konsumiert. Was man in der Gruppe allerdings auch gesehen hat, war, dass sie ein ungünstiges Ernährungs- und Bewegungsverhalten hatten. Aber im Vergleich mit den anderen Gruppen war das Ernährungsverhalten zum Beispiel etwas besser. Dann gab es noch ein Viertel der Studienteilnehmer, die einen Alkohollebensstil gezeigt hat. Das heißt, die Personen haben Alkohol in riskanten Mengen konsumiert und täglich geraucht. Und in der Gruppe waren vor allem eher Männer und jüngere Personen vertreten. Dann gab es noch eine Gruppe mit einem Tabaklebensstil. Das heißt, die Personen haben täglich geraucht, aber hatten keinen riskanten Alkoholkonsum. Deswegen kann man sie von der Gruppe mit dem Alkohollebensstil auch abgrenzen. Und es gab noch eine kleine Gruppe mit etwa 2% der Studienteilnehmer, die hatten kumulierte Risikofaktoren. Das heißt, die haben eigentlich alle riskanten Gesundheitsverhaltensweisen gezeigt, die ich in die Analysen mit einbezogen habe. Die haben täglich geraucht, die hatten einen riskanten Alkoholkonsum, die haben illegale Drogen konsumiert und die hatten auch ein ungünstiges Ernährungs- und Bewegungsverhalten. In dieser Gruppe waren auch eher Männer und jüngere Personen. Was man jetzt mit diesen Ergebnissen machen kann, ist, man könnte jetzt, wenn es spezifische Risikogruppen gibt, könnte man Interventions- und Präventionsmaßnahmen besser an diese anpassen und ausrichten. Das wäre jetzt bei den Ergebnissen zum Beispiel so, dass man Gesundheitsstrategien besser auf Männer fokussieren könnte. Und wir wissen zum Beispiel auch aus Krankenkassendaten, dass Männer Präventionskurse auch in Bezug auf Suchtmittelkonsum, dass sie diese weniger häufig in Anspruch nehmen als Frauen. Also wäre da eine Möglichkeit, dass man diese Gesundheitskurse besser an Männer adaptiert und auch so ausrichtet, dass die Männer sich von diesen Kursen angezogen fühlen oder dass sie da auch Interesse haben, an diesen Kursen teilzunehmen. Wo man jetzt keine spezifischen Gesundheitsstrategien bräuchte, das wäre zum Beispiel beim Ernährungs- und beim Bewegungsverhalten. Das war nämlich in der gesamten Stichprobe eher ungünstig. Also es ist nicht an den Empfehlungen herangekommen, die verschiedene Institutionen aufgestellt haben. Und da wären zum Beispiel globale Gesundheitsstrategien besser. Wir sehen das in anderen Ländern, da gibt es Steuern auf zuckerhaltige Lebensmittel oder Steuern auf zuckerhaltige Getränke. Oder andere Länder haben auch Ernährungsampeln eingeführt. Das sind also dann Ampelsymbole auf Lebensmittel, wo man sehen kann, welche Lebensmittel eher gesund sind oder ungesund. Ich möchte den Vortrag aber nicht damit enden, dass wir jetzt alle noch mehr Stress erleben, weil wir sagen, wir müssen jetzt noch gesünder leben als vielleicht vorher. Denn ich denke, wir erleben durch die Pandemie jetzt schon genug Stress.
Und wir sehen anhand der Studien auch, dass wenn man neben riskanten Gesundheitsverhaltensweisen schon ein, zwei gesundheitsförderliche Verhaltensweisen zeigt, dass sich das auch schon positiv auf die Lebenserwartung und auf den Gesundheitszustand auswirken kann. Ja, vielen Dank, Josephine. Wir haben auch schon sehr viele Fragen von unseren Zuschauerinnen bekommen. Die erste Frage wäre, kann man vorhersagen, wie lange man leben wird, wenn man weiß, was für Verhaltensweisen man hat? Also man kann es schätzen. Okay. Also es gibt verschiedene Studien, die das schätzen, wie sich die Lebenserwartung reduzieren kann, aber das ist immer nur eine Schätzung. Das heißt, die Jahresanzahl von 14 Jahren hat auch ein Konfidenzintervall, in dem diese Zahl schwankt. Und also man kann es natürlich auch nicht, also es ist nie eine sichere Angabe, sondern es ist immer nur ein Richtwert, den man ungefähr erwarten kann. Aber jeder Mensch ist individuell und letztendlich kann man auch vom Traktor überfahren werden. Das stimmt, ja. Dazu ist noch eine Folgefrage, was für Faktoren oder Risikofaktoren beeinflussen diese Einschätzung? Bei der Studie von Großbritannien, die hatten eben Obst- und Gemüsekonsum angeschaut, einen riskanten Alkoholkonsum, Rauchen und Bewegung. Und das sind eigentlich auch immer die vier Gesundheitsverhaltensweisen, die am häufigsten in den Studien untersucht werden. Mhm. Ach, super. Du hattest ja erwähnt, dass diese Studie hat ja in Deutschland teilgenommen. Genau. Gibt es eigentlich Unterschiede im Gesundheitsverhaltensweisen der Menschen in verschiedenen Regionen in Deutschland oder auch in anderen Ländern zum Beispiel? Ja, also zum Beispiel gibt es Unterschiede im Alkoholkonsum zwischen Ost- und Westdeutschland und zwischen Nord- und Süddeutschland. Und zwar, dass vor allem die ostdeutschen Männer etwas mehr Alkohol konsumieren als die westdeutschen Männer. Und auch im Süden von Deutschland wird mehr Alkohol konsumiert. Natürlich vielleicht mit dem Oktoberfest hier verständlich. Ich meine, wir wissen ja, dass so Trinken oder Rauchen eigentlich auch schädlich ist. Trotzdem trinken und rauchen auch viele Leute noch. Ja. Was muss sich in der Gesellschaft eigentlich ändern, sodass Risikofaktoren akzeptiert werden und dass sich die Gesellschaft auch ein bisschen den Lebensstil verändert? Also was am besten funktioniert zum Beispiel beim Rauchen sind Steuererhöhungen. Da hat man in den letzten Jahren sehr gut gesehen, dass die Steuern auf Tabakprodukte immer hochgegangen sind und der Tabakkonsum ist nach unten gegangen. Beim Alkoholkonsum würde das wahrscheinlich auch funktionieren, aber hier ist die Alkohollobby zu groß, dass man sollte man Steuern erhöhen, damit es runtergeht, aber sagt man schon länger in der Wissenschaft, aber wurde bisher nicht gemacht, weil einfach die Lobby da stärkere Interessen vertritt. Okay, und hat jemand in deiner beruflichen Stelle auch Einfluss auf die Politiker, die das dann diese Entscheidung treffen? Genau, also die Studien, die wir machen, wir beschreiben dazu eben Artikel, veröffentlichen Artikel oder schreiben Ergebnisseberichte, die gehen auch direkt ans Bundesministerium für Gesundheit und haben dort schon hoffentlich Einfluss auf die Politik. Okay, aber direkten Kontakt mit den Politikern? Also direkten Kontakt halt zum Bundesministerium für Gesundheit. Okay, das ist sehr interessant. Super. Isabel auf YouTube fragt, wie weit ist die Diskussion in Deutschland, eine zuckerfreie oder Zuckersteuer einzuführen? Zuckerfrei? Ja. Ich glaube, das wurde bis jetzt noch nicht diskutiert oder wenn, dann zumindest nicht so, dass man sagen kann, das steht jetzt kurz vor einer Einführung. Aber ich glaube, es sollte dieses Jahr der Nutri-Score eingeführt werden. Das ist so eine Ernährungsampel. Mhm. Aber das war auch eine Diskussion, dass die Händler das auch freiwillig auf ihren Produkten platzieren können. Also nicht verpflichtend für alle Produkte. Das heißt, es würden wahrscheinlich eher nur Produkte dann zeigen, die eh gesund sind, um das zu bewerben. Aber wahrscheinlich auf den ungesunden Produkten wäre es dann wahrscheinlich eh nicht zu finden. Okay. Aber zumindest war das letztes Jahr zumindest noch in Planung, dass dieses Jahr so eine Ampel eingeführt wird in Deutschland. Auf YouTube ist auch noch eine Frage. Ich habe gehört, dass momentan vergleichsweise wenige Menschen krankgeschrieben sind. Auch deshalb, weil während der Corona-Krise verhältnismäßig wenig Sport gemacht haben. Kannst du dazu kommentieren? Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Also ja, ich kann sie nochmal versuchen, anders darzustellen. Also anscheinend ist momentan vergleichsweise weniger Menschen krankgeschrieben. Genau. Ich nehme an, weil vielleicht auch tatsächlich mehrere Leute durch die Corona-Krise Sport machen konnten oder nicht machen konnten. Kannst du dazu kommentieren, dass Sport vielleicht als Einfluss auf die Gesundheit oder Krankheiten
Ich hatte also tatsächlich subjektiv eher mehr wahrgenommen, dass die Leute weniger Sport gemacht haben während der Pandemie und man eher so diese Quarantäne-Kilos jetzt hat. Ja, das ist natürlich auch, ja, wenn wir die ganze Zeit in drin sitzen. Wahrscheinlich mit dem Krankschreibung, wenn man eben Homeoffice ist, das weiß ich nicht, ob sich die Leute deswegen weniger krankschreiben lassen. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Und zu welchem Zeitpunkt ist es eigentlich zu spät, schlechte Gewohnheiten zu ändern? Also ich würde sagen, es ist nie zu spät. Also man sieht das schon auch, dass wenn Leute jahrelang geraucht haben und dann aufhören mit Rauchen, dass sich das dann immer noch positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Und Judy stellt die Frage, wie genau kommst du zu den Daten, die du auch für deine Studien benutzt? Als Datengrundlage habe ich den epidemiologischen Suchtsurvey 2015 verwendet. Das ist eine Bevölkerungsumfrage, die am Institut für Therapieforschung in München durchgeführt wird. Und da werden Leute zufällig angeschrieben und dann können die an der Umfrage entweder telefonisch mitmachen, können den Fragebogen schriftlich ausfüllen oder es wurde auch immer ein Link hingeschickt, das heißt, sie konnten den auch online ausfüllen. Und somit gibt es eigentlich so drei Modi, wie die Personen teilnehmen können, was relativ gut ist, weil das Antwortverhalten unterscheidet sich auch immer je nachdem, wie ein Fragebogen beantwortet wird. Also die Personen, die einen Fragebogen telefonisch beantworten, die sind in der Regel etwas älter als die Personen, die einen Fragebogen online beantworten. Und da ist es immer gut, wenn man alle drei Modi hat, weil dann kriegt man ein umfassenderes Bild von der Bevölkerung in seinem Survey. Okay. Ja, und sind eigentlich dann die Gruppen von Menschen, die da antworten, sehr gemischt? Oder sind es immer bestimmte, zum Beispiel Studenten, die vielleicht dann nur diese Fragebogen ausfüllen? Nee, das sind eigentlich recht gemischt. Okay. Also, weil die Personen, die angeschrieben werden zufällig aus dem Einwohner- und Älterregister gezogen, die Adresse oder die Kontaktdaten. Und dadurch bilden die eigentlich schon recht gut ein Bild von der Gesamtbevölkerung ab. Und wenn das nicht ganz identisch ist mit der, zum Beispiel mit der Verteilung des Bildungsstandes in der Gesamtbevölkerung, dann werden die Daten dann auch gewichtet. Also man schaut sich an, meistens sind die Personen, die bei einer Umfrage mitmachen, haben einen etwas höheren Bildungsabschluss. Und dann wird aber dann gewichtet, dass eben die Gesamtverteilung auch wieder passt oder die Daten oder die Verteilung des Bildungsstandes wieder passt, je nach der Gesamtverteilung der Bevölkerung. Wir haben auch noch eine Frage. Ist Tabakkauen eigentlich genauso gefährlich wie Rauchen? Ja. Und warum? Weil man durch die Mundschleimhaut auch Nikotin zum Beispiel aufnimmt. Okay. Und vor allem, es gibt auch dieses Snus, was man sich nur ans Zahnfleisch schmiert, das ist auch gefährlich, weil, vor allem auch schädlich fürs Zahnfleisch und für die Zähne. Okay. Ja. Dann, wie viel spielt eigentlich sozialökonomischer Zustand eine Rolle für die Gesundheit? Das spielt eine sehr große Rolle. Zum Beispiel sieht man, dass eben Personen mit einem geringeren sozioökonomischen Status es sind eher Personen, die auch rauchen. Aber beim Alkoholkonsum dreht sich dann manchmal wieder rum, dass dann eher Personen mit einem höheren sozioökonomischen Status eher Alkohol konsumieren. Da gibt es mehrere Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Okay. Mal ganz kurz noch schauen, ob ihr noch mehr Fragen habt. Ja, fragt gerne noch weiter. Gab es durch die neuen Tabakgesetze positive Auswirkungen auf die generelle Gesundheit der Bevölkerung? Mhm. Kann man das schon sehen? Genau, also durch die Steuererhöhung oder auch durch Nichtraucherschutzgesetze oder Jugendschutzgesetze sieht man wirklich, dass der Alkoholkonsum in den letzten Jahren abgenommen hat. Und ja, wir haben jetzt auch nochmal eine Frage zu Corona. Bei Corona hat man ja gesehen, dass sich die Berechnung von verschiedenen Epidemiologen bezüglich so Krankheitsverläufe oder Erkrankungsraten manchmal doch sehr unterschiedlich sind. Wie kann das eigentlich sein? Es kommt zum einen auf die Berechnung an oder auch auf die Datengrundlage. Also es gab jetzt viele auch Umfragen im Internet, die im Umlauf waren zu Corona. Und da muss man auch immer im Hinterkopf haben, dass das dann, wenn eine Umfrage nur online stattfindet, dann können auch nur Leute, die online sich aufhalten, die auf Facebook sind, auf Twitter sind, können auch nur die Leute diese Umfrage ausfüllen. Personen wie jetzt mal Großeltern, die keinen Zugang zum Internet haben oder nicht so internetaffin sind, die haben dann wiederum keine Möglichkeiten, diese Umfrage auch mitzumachen. Und dadurch unterscheiden sich dann auch verschiedene Berechnungen, je nachdem, was die für eine Datengrundlage nutzen. Okay. Ja, und kann man eigentlich auch irgendwie verifizieren, dass die Antworten dann auch richtig sind? Oder
oder dass da nicht irgendjemand zweimal den Fragebogen ausgefüllt hat? Bei einer guten Internetumfrage sollte es eigentlich so sein, dass die IP-Adresse dann abgefragt wird. Aber gut, man hat immer ein gewisses Restrisiko, dass die Antworten auch nicht stimmen, weil wenn man nur nach einer, wenn jeder sagen muss, ich rauche nicht oder ich trinke nicht, kann man das schlecht überprüfen als Wissenschaftler. Mhm. Das ist tatsächlich immer so ein Restrisiko, was man hat. Aber man sagt zum Beispiel beim Gesundheitsverhalten, dass, dass es das Risiko immer in dieselbe Richtung geht. Also die Leute werden ja immer weniger angeben. Die werden ja nicht angeben, dass sie mehr getrunken haben, sondern sie werden eher sagen, dass sie weniger getrunken haben oder weniger geraucht haben. Okay. Das stimmt. Sind eigentlich erzwungene Maßnahmen wie erhöhte Steuern erfahrungsgemäß wirkungsvoller als freiwillige Präventionsmaßnahmen? Ja, das sieht man, also ich habe es zwar schon öfter gesagt, aber das sieht man wirklich an den Raucherzahlen, dass sie wirklich stark runtergegangen sind und freiwillig kann man das, finde ich, schlecht dieselbe Wirkung erzielen. Mhm. Also klar, man könnte auch sagen, man geht, dass die Ärzte vielleicht mehr darauf hinweisen sollen, dass man nicht raucht. Dann gibt es auch immer wieder die Leute, die sagen, ja, wenn mein Arzt sagt, ich soll nicht rauchen, dann wechsle ich den Arzt. Das stimmt auch. jetzt kriegen wir gerade noch eine Frage. Mhm. Deshalb warte ich mal einen kleinen Moment. Was kann man eigentlich machen, damit sich der Verbraucher oder der Staat besser gegen Lobbygruppen wehren kann, zum Beispiel mit dieser Zuckersteuer? wahrscheinlich dann nur dadurch, dass man halt die Partei dann auch wählt, die eigenen Interessen in dem Bereich dann auch vertritt, würde ich sagen. Okay, ja. Vielen Dank. Wir haben noch eine letzte Frage. Ja, und zwar, wir natürlich auch alle gesunder leben wollen. Was sind denn die drei einfachsten Veränderungen, die der Durchschnittsmensch in seinem Lebensstil vornehmen kann? Ich glaube, das ist immer sehr subjektiv, was er machen kann. Ich denke, man sollte vielleicht einen kleinen Schritt anfangen, dass man nicht sagt, wenn man jetzt gar keinen Sport macht, dass man jetzt nicht sagt, ich mache jetzt sofort fünfmal die Woche Sport, sondern dass man das vielleicht Schritt für Schritt angeht und erstmal im kleinen Maßen das versucht zu verändern, damit man sich auch daran gewöhnt, dass es halt nicht dann immer Stress ist, sondern dass man sich dann an die neue Situation, wenn man sagt, man macht jetzt zweimal die Woche Sport, dass man sich erst daran gewöhnt, dass man das dann langsam mit der Zeit steigern kann. Das würde ich vielleicht sagen. Okay. Ja, dann vielen Dank, Josefine, für das tolle Gespräch. Wir haben leider nicht mehr, oder jetzt kommt gleich unsere nächste Rednerin, aber ihr könnt trotzdem noch weiter Fragen. Stellt die einfach nochmal in die Kommentare rein und wir werden die dann per Social Media antworten.